Hallo, ich bin die Beate Wild. Wir haben hier am Samstag eine Trachtenvernissage. Wir haben uns da mal was anderes einfallen lassen, weil Modenschau macht jeder. Wir haben gesagt, wir machen es ein bisschen anders. Wir dekorieren unsere Fenster, die kommen den kompletten Laden. Da kommen Rahmen rum, dass es ausschaut wie ein Bild. Es sind auch von einer Künstlerin Bilder da, die malt Hirschen. Und wir haben unser Wiesenmode ist, oder unser Trachtenmode ist einfach ein bisschen anders, wie woanders, weil wir einfach speziell kombinieren. Bei uns ist es einfach so, ich muss damit anfangen mit dem, was ich nicht mag. Und zwar mag ich nichts, was glitzert, was Glamour ist, was schrille Farben hat, was einfach überhaupt nicht trachtlerisch und nicht authentisch ist. Und hier in Bayern mag ich es ganz gern, wenn man die traditionelle Trachtengeschichte einfach kombiniert mit ein paar modischen Elementen oder mit ein paar modischen Designern auch, teilweise sind es sogar Spanier oder Österreicher, die einfach mal eine Kette machen mit einem Wildschwein drauf oder Schals. Mit meinem Namen kann man ja auch viel machen. Wild erscheint ja ganz oft irgendwo. Dann kann ich das alles hernehmen und so suche ich mir eigentlich auf der ganzen Welt Sachen raus, die ein bisschen ins Trachtlerische kombiniert werden können.